Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Ich habe heute mal wieder, seit längerem kam da ja nichts mehr bei mir, eine The Hookah-Pfeife am Start, weil da kam eine sehr besondere raus. Und zwar ist es die The Hookah Jimmy. Eine Einschlauchpfeife und bis jetzt hatte ich, glaube ich, doch, wir hatten mal die Bigfoot, aber abgesehen davon hatten wir nur 4 Schlauchpfeifen von The Hookah. Ist ja auch relativ selten, dass da mal eine Einschlauchpfeife kommt, aber heute haben wir eine am Start, die The Hookah Jimmy in dieser weißen Variante mit dieser Marmoroptik. Es gibt sie auch noch in Blau und auch noch in Schwarz, da ist es praktisch dann genau gedreht. Der Hauptpart ist schwarz und diese kleinen Muster hier, die sind dann eben weiß. Die Pfeife kostet 175 Euro, wenn man sie bei The Hookah kauft. Es gibt aber auch bei The Hookah immer häufiger mal 15% Rabatt. Sollte man auf jeden Fall drauf warten, wenn man sich die Pfeife holen will, dann kostet sie um die 150 Euro. Was man für die 150 Euro bekommt, das zeige ich euch am besten einmal im Unboxing. Ich würde sagen, wir kommen zum Unboxing. Wir packen das gute Ding mal aus und gucken uns mal die Jimmy an. So, erstmal brauchen wir was zum Schneiden. The Hookah Jimmy. Oha. Oha, Ehre. Wir haben einfach noch Gummibärchen dazu bekommen. Wild. Geil. Hier sind schon die ersten Teile und das sieht schon wirklich wild aus. Also es hat einfach so eine Marmoroptik, finde ich sehr, sehr geil. Also einfach ganz, ganz wildes Design. Ach, wild, sogar noch Schliff. Das verlieren halt die meisten Pfeifen dann, ne? Aber hier haben wir auf jeden Fall noch Schliff am Start. So, wir packen erstmal alles aus. Wie immer bei The Hookah, Tauchrohr ist teilbar und Diffusor ist abschraubbar und sehr besonderes Diffusor-Design. Es sind so ovale statt normale Löcher, aber sehr scharfkantig. Das muss man sagen. Aber gut, ne? Es ist ja jetzt auch keine 300-Euro-Pfeife, die wir hier angucken, sondern wahrscheinlich, weiß ich nicht, 150. Ehrenzange ist auch wieder dabei. Mag ich ehrlich gesagt nicht, aber hey, ist dabei. Kann man nicht meckern, immerhin. Genauso wie das hier, eine Schlauchfeder, auch mit dabei, wunderbar. Ich bin noch sehr gespannt auf die Base. Oh, okay. Mundstück im selben Design, aber holy shit, ist das ein Klopper. Also das ist, moin. Das ist richtig schwer. Und halt wieder so top-heavy, ne? Man hat hier hinten den Griff und dann ist aber immer so wild. So, was haben wir hier noch drin? Wahrscheinlich ein Molassefänger oder so. Ja, hier haben wir noch einen Molassefänger. Nutze ihn, wer möchte. Ich möchte nicht. Hier einmal der Teller. Oh, auch im wilden Design. Also das ist wirklich mal eine Special The Hookah Pfeife, würde ich sagen. Sehr wild. Den Schlauch lege ich jetzt erstmal weg, aber haben wir auch dabei. Ganz normaler Silikonschlauch, Soft Touch, matt. Schön. Wir haben einen 18/8er Schliffanschluss. Einen. Das könnte schon, was willst du heißen? Und dann holen wir hier auch mal in einem die Base und die Bowl raus. Wieder sehr wildes Design. Wir haben wieder diese Marmoroptik. Sehr krasse Bowl. Also wirklich heftig. So, ich stelle euch das hier mal hin. Und dann haben wir aber noch einen so einen Kasten hier. Und in diesem Kasten ist einmal der typische Glaskopf von The Hookah. Und ich nehme an, hier ist noch eine Smokebox drin. Ja, also ich muss sagen, diese The Hookah Smokebox ist definitiv nicht die geilste. Aber mitgeliefert in dem Set ist es halt schon ungefähr 1 Million mal geiler als ein Tonkopf und so ein, also so ein Billig-Tonkopf, die ja da normal meistens dabei sind, so diese ganz dünnen. Und im Vergleich dazu ist das ein Killer-Standard-Set. Also wenn du das hier als Standard-Kopfset dazu bekommst, ist es schon wirklich nice. So, ne? Es ist nicht das Beste, was es gibt, aber für dabei ist es geil. So, und dann bauen wir mal die Pfeife weiter auf. Wir schrauben mal die Base ab. Hier unten haben wir noch so ein paar Löchers drin. Hier unten sind noch so ein paar Löcher. Und dann würde ich sagen, schrauben wir als erstes mal hier das Tauchrohr rein. Gewinde laufen sehr angenehm. So, zack, fest. Und dann können wir hier... Oh, das war der Schliff. Ich frage mich, ob wir dieses Sleeve abbekommen, wenn wir hier den Schlauchanschluss abdrehen.
Ja, okay, wild. Also hier haben wir dieses komplette Sleeve einfach ab. Dann sehen wir hier nur so eine komische dreieckige Base. Das sieht dann natürlich ziemlich ulkig aus. Kann man einfach wieder draufschieben und dann mit dem Schliffanschluss hier wieder festdrehen. Das ist natürlich wild, aber es sieht schon sehr, sehr cool aus. So, dann schrauben wir das Gerät hier mal fest. Okay, zack, zieht sich auch alles gut fest, sitzt sehr stabil alles. Das hier, da kann man entweder dieses Hütchen weglassen, dann kommt der Rauch hier raus. Oder man legt dieses Hütchen drüber und dann kommt der Rauch hier unten raus. Also da hat man mehrere Möglichkeiten, wie man das machen kann. So, wir haben einen Klickverschluss hier. Zack, zu ist das Ding. 18/8 Schliff hier rein. Mundstück ist wie gesagt dabei. Schlauchfeder. So, uns fehlt noch der Teller. Dazu schnappen wir uns den. Das hier ist oben, der Kopfadapter. So, und dann einmal von der anderen Seite hier gegenschrauben und dann packen wir das noch oben auf die Pfeife und dann sind wir fertig. Schon sehr, sehr wildes Design. Also wirklich mal was ganz anderes. Mal eine Einschlauchpfeife von The Hooker, endlich wieder. Gibt es meiner Meinung nach zu wenige. Und dann in dieser wilden Marmoroptik, da wird Mia wahrscheinlich schon schreien, wenn sie die sieht. Und dann noch so ein wilder Teller. Ich bin gespannt, wie sie raucht, aber so viel erstmal zum Aufbau. Für die 150 Euro bekommt man also ein Komplettset, Schlauch, Mundstück. Es ist sogar ein Glasfunnel mit der The Hooker Smokebox dabei. Das ist für den Anfang wirklich sehr, sehr nice. Wenn ich die Wahl habe, setze ich mir da doch aber lieber einen anderen Funnel und auch einen anderen HMD drauf. In meinem Fall jetzt den Oblaco Dusha in der weißen Variante mit dem Nagrani oben drauf. Aber der mitgelieferte Kopf ist wirklich, also wenn man diesen Kopf mit den normal mitgelieferten Köpfen vergleicht, ist er um Welten besser. Er ist aber noch nicht ganz auf dem Niveau von, sage ich mal, so einem Hyphen, von einem Mason, Stone, Oblaco, Huacaya und all diese Dinger. Aber für einen mitgelieferten Kopf wirklich sau nice. Beim Lieferumfang dabei, wie gesagt, Kopf, Kopfaufsatz, Schlauch, Mundstück, Schlauchfeder, Zange, Bowl, Pfeife natürlich auch. Also wirklich ein Komplettset, ist alles dabei, was man braucht. Ihr braucht eigentlich nur noch Wasser, Kohle, Kohleanzünder und Tabak. Und dann kann es losgehen. Und bei der Pfeife halt noch viel mehr, weil der Standardkopf so nice ist. So, bevor ich mich jetzt aber zu sehr hier durch die Gegend drehe, würde ich sagen, machen wir es wie immer. Wir gehen ganz normal unsere Review-Punkte entlang und ich erzähle euch noch was zu der Pfeife. Angefangen mit Verarbeitung und Qualität. Wir haben hier eine Edelstahlpfeife, die ein Sleeve-System drumherum hat. Das heißt, um das Anschlussstück von der Base, um die Base selbst, um die Rauchsäule und auch nochmal dieses Blow-Off-Ventil. Also um die ganzen Teile hier haben wir dann eben ein Epoxy-Sleeve, das bei mir jetzt, wie gesagt, in der weiß-schwarzen Variante gehalten. Es gibt auch noch blau. Es gibt auch noch schwarz mit weißen Elementen. Sehen alle sehr nice aus. Ich finde aber die weiße am coolsten, weil es irgendwie so ein kleines bisschen so eine Marmoroptik hat, was ich sehr geil finde. Innen drinne ist aber alles aus Edelstahl. Wir haben einen Klickverschluss an der Base. Wir haben einen Schliffanschluss am Schlauchadapter. Das Mundstück ist auch aus Edelstahl, beziehungsweise gibt es dann hier unten über das Edelstahl-Mundstück eben auch nochmal das mitgelieferte Sleeves. Die könnte man auch tauschen. Ich weiß aber nicht, ob The Hooker Pläne hat, die Sleeves auch nochmal einzeln rauszubringen. Das Gewinde ist hier relativ lang, aber das System kennen wir ja schon. Na, und dann könnt ihr hier eben ganz einfach das Wechselsleeve dran anschließen. Die Gewinde laufen gut, wie man es von The Hooker gewohnt ist. Man bekommt natürlich keine Aeon- oder Stimulation-Qualität. Da sind wir aber auch einfach bei einem ganz, ganz anderen Preis. Wie eigentlich immer bei The Hooker, für den Preis von nur 150 Euro ist die Verarbeitung wirklich vollkommen okay. Also, was Verarbeitung, Materialien und Qualität angeht, für den Preis von 150 Euro absolut gerechtfertigt, sehr, sehr nice. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Optik und Blow-Off. Bei der Optik muss ich sagen, das ist krasse Geschmackssache. Für mich war die weiße sehr, sehr schön. Die Bowl gefällt mir persönlich nicht so gut. Da hat The Hooker für mein Empfinden schon mal schönere Bowls gebracht. Es ist halt eben auch ein Klickanschluss, was verhindert, dass wir da jetzt jegliche andere Bowls runterpacken können. Wäre das eine Steckpfeife, hätte man sagen können, scheißegal, machst du da eine andere Bowl drunter. Das geht leider nicht. Wir haben eben einen Klickverschluss und wir haben eben auch einen Klickverschluss, der anders ist als The Hooker Bowls sonst. Normal sind ja die meisten The Hooker Pfeifen zumindest geschraubt und das heißt, wir können auch keine andere The Hooker Bowl darunter setzen. Außerdem haben wir hier auch noch dieses Element an der Base, was eben auch verhindert, dass man da auf schöne Art und Weise eine andere Bowl von The Hooker drunter packen könnte. Das heißt, long story short, wir sind gezwungen, diese Bowl auch zu nehmen und mir persönlich gefällt die Bowl nicht super gut. Ich finde die jetzt nicht hässlich, ich denke aber, dass The Hooker da schon viele andere Bowls hatte, die deutlich schöner aussahen und dass man die auch hätte schöner hinbekommen
bekommen können. Aber das ist halt auch immer, Schönheit liegt im Auge des Betrachters und in meinem Auge ist es nicht die schönste Bowl. Andere Leute sagen vielleicht, ich finde die Bowl genauso super nice. Ich finde aber das Design allgemein ziemlich nice. Mia zum Beispiel hat das hier gar nicht gefallen, obwohl sie Marmor total mag. Und dann habe ich ihr ganz stolz ein Bild von der Pfeife geschickt und dachte so, na, das könnte auch was für dich sein. Und Mia so, nee. Gefällt mir nicht. Also auch da ist es halt wieder einfach Geschmackssache. Für mich ist die Pfeife schön. Der Teller passt für mich nicht ganz ins Gesamtkonzept von der Pfeife, aber an sich finde ich es cool, dass beim Teller mal was anderes gemacht wurde. Die Kante vom Teller ist nicht entgratet, die ist relativ scharf. Das hätte ich mir noch gewünscht, dass das noch mit dabei ist. Aber von der Optik vom Teller her finde ich ihn cool. Ich denke aber, ein schlichterer Teller hätte in die sonst schon sowieso sehr auffällige Pfeife besser in das Designkonzept gepasst. Blow-offs haben wir zwei am Start. Wir haben hier oben einmal diesen Ring, den können wir dann einfach abnehmen. Der liegt einfach auf einem O-Ring. Das ist ganz einfach gemacht. Durch den Tellerschliff 18/8, den wir dabei haben, ist das auch sehr, sehr schnell und sehr, sehr einfach umgebaut. Ich zeige euch jetzt aber nochmal den ersten Blow-off, dann bauen wir die einmal schnell um und dann zeige ich euch auch den zweiten Blow-off. Ja, wie ihr gesehen habt, der Blow-off kommt hier unten aus diesem kleinen Stück raus und geht schön an der Rauchsäule nach unten, bricht dann über der Bowl und läuft über dem Tisch weg. Das ist sehr, sehr schön. Es gibt aber auch noch einen zweiten Blow-off. Dafür nehmen wir nur einmal kurz den Teller ab, einmal hier dieses Stück wegnehmen und den Teller wieder drauf. Dann haben wir hier halt so ein kleines Stück Metall. Und ich finde, das sieht nicht so nice aus. Ist ein kleiner Nachteil, wenn man den Blow-off schöner findet. Spoiler, ich finde den ersten sowieso schöner. Aber man kann es eben auch umbauen und hat dann noch den zweiten. Also der zweite Blow-off an sich auch sehr cool. Ich muss aber sagen, dass man dafür das Stück entfernen muss. Macht ihn für mich insgesamt ein Ticken weniger schön als den ersten Blow-off. Wir bauen das auch direkt mal wieder dran. Zum Glück geht das bei der Pfeife ja ganz easy und ganz fix, während man die Pfeife raucht. Das heißt, einmal wieder hier das Stück drauf, Teller wieder drauf und fertig ist die Geschichte. Haben wir die schon wieder umgebaut. Ja, und den Blow-off, den finde ich schon wirklich sehr, sehr nice. Also insgesamt. Bowl eher so mäßig, könnte meiner Meinung nach schöner sein. Die Pfeife an sich für mich schön. Es ist jetzt kein Bild von einer Pfeife, kein Gemälde, aber es ist eine schöne Pfeife, meiner Meinung nach. Blow-off 1 finde ich sehr geil. Blow-off 2 finde ich an sich cool, finde es aber nicht cool, dass man ein Stück Metall sieht. Und allgemein würde ich sagen, ist die Pfeife optisch schon sehr gelungen, inklusive der Blow-offs natürlich. Ja, wo wir auch über die Optik gesprochen haben, kommen wir als letztes mal zum Rauchverhalten. Da muss man eine Sache einfach vorweg sagen. Es ist relativ unfair, diese The Hookah-Pfeife, die The Hookah Jimmy, mit vorherigen Mehrschlauch-The Hookah-Pfeifen zu vergleichen, weil es immer so ist, dass wenn du eine Mehrschlauch-Pfeife hast, mehrere Anschlüsse, bedeutet, wir brauchen irgendein System, das verhindert, dass die anderen Leute Luft ziehen. Würde es keine Kugeln in so Bases geben, würde ich jetzt ziehen, würde einfach Luft durch den Anschluss von einem Kumpel ziehen. Das will keiner. Das heißt, da müssen immer Kugeln drin sein. Kugeln sind aber auch immer im Weg und verhindern so ein bisschen, dass der Durchzug wirklich geil ist. Das haben wir jetzt hier natürlich nicht, weil wir eben eine Einschlauchpfeife haben. Das heißt, in diesem Anschluss muss keine Kugel sein und das lässt den Durchzug im Vergleich zu vier Schlauchpfeifen halt direkt mal 1000-mal besser werden. Ich ziehe nochmal und dann gebe ich dem Durchzug meine Note von 0 bis 10. Also der Durchzug ist schon wirklich sehr gut. Ich würde sagen, auf meiner Skala von 0 bis 10 ist das irgendwas zwischen einer 8 und einer 8,5. Zum Vergleich, so einer Aeon würde ich so eine 9,5 geben. Da ist sie auf jeden Fall noch ein Ticken hinten dran. Aber es ist schon wirklich sehr, sehr gut. Ich muss dazu sagen, dass ich A mit dem Diffusor rauche, der auch ganz gut funktioniert. Also er macht die Pfeife schon ein bisschen leiser und ein bisschen smoother. Aber auch noch mit dem verkürzten Tauchrohr rauche. Wir können, wie bei vielen The Hookah Pfeifen, auch bei der Jimmy, das Tauchrohr einmal kürzen. Dann nehmen wir nochmal ein kleines Stück von der Länge weg, lässt den Anzug direkter werden, lässt das Bowl-Volumen kleiner werden. Das heißt, wir haben direkter den frisch gezogenen Rauch. Ich bin da immer ein Fan von. Macht jetzt keine riesen Unterschiede, ne? Muss man sich nichts einbilden. Aber einen kleinen Unterschied macht das auf jeden Fall und ich mag es so eben sehr, sehr gerne. Und durch diesen direkten Anzug und den guten Durchzug und das einfache Entlüften, muss ich sagen, ist das die Pfeife von The Hookah, die sich für mich persönlich mit Abstand am allerbesten rauchen lässt. Genau aus diesem Grund bin ich ja immer so ein Freund von Einschlauchpfeifen, weil das Rauchverhalten einfach so viel geiler ist als bei Mehrschlauchpfeifen. Und so eben auch bei der The Hookah Jimmy.
Also, Fazit. Wir haben eine Pfeife, die mir persönlich gut gefällt, die für den Preis angemessen verarbeitet ist, mit hier und da einer Kleinigkeit, wie zum Beispiel dem nicht so schön entgrateten Teller, und eine Pfeife, die sich sehr gut rauchen lässt. Und das alles im Komplettset mit Glasfunnel, mit The Hookah Smokebox, Schlauch, Mundstück, Feder, Zange und. Das ist schon ein geiles Angebot. Also, was du, das ist halt immer so der Punkt bei The Hookah. Was du da für dein Geld bekommst, ist halt einfach nice. Ich hoffe, ihr fandet das Review nice. Wenn dem so ist, lasst mir gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Shisha-WG.